So, wir sind auf dem Weg vom Büro zu einem Meeting. Wir machen natürlich erstmal den Spoiler raus hier im RS7, weil dann werden wir in Berlin schneller durchgelassen durch die Staus. Jetzt einmal kurz hier aus dem Parkplatz raus. Ja, worum geht es hier heute in dem Video? Es geht um dich und deinen Weg im Door-to-Door, um ein paar wichtige Themen, die heute einfach mal angesprochen werden müssen. Also viel Spaß mit dem Video. Ja, in den letzten Jahren hat sich einiges im Door-to-Door-Vertrieb verändert. Also wirklich in der ganzen Branche. Und zwar zum Positiven, direkt vorweg gesagt. Ich will einmal mit dir hier in diesem Video darauf eingehen, was sich alles verändert hat und wie du das vor allem für dich persönlich in deinem Door-to-Door-Geschäft einfach nutzen kannst. Als ich im Door-to-Door angefangen habe, vor 5,5 Jahren, da waren die meisten Door-to-Door-Verkäufer richtig schlecht, haben 20, 30, 40 Kunden gerade mal im Monat gemacht, wenn überhaupt, und haben sich dann dafür richtig gefeiert. Und wenn jemand mal irgendwie 80, 90, 100 gemacht hat, dann war er der Überboss. Was sich aber krass verändert hat, weil es mittlerweile echt normal geworden ist, 100 Verträge im Monat zu schreiben, weil es normal geworden ist, so hohe Zahlen wirklich zu erreichen. Gerade einfach aus dem Grund, weil es mittlerweile Hunderte über Hunderte unserer Kunden machen und das sogar rübergeschwappt ist auf Firmen, die noch nicht mal was mit uns zu tun hatten, weil einfach der Social Proof viel mehr gegeben ist. Wenn einer irgendwas vormacht und beweist, dass es funktioniert, ziehen Leute nach, weil die geistige Barriere durchbrochen ist, dass das wirklich funktioniert. Zum Beispiel seitdem ich angefangen habe, Videos an der Haustür zu machen, also wirklich, wo ich zum Kunden gehe und wir mit Kamerateam da stehen und dann in die Wohnung reinkommen, was für mich selber vor ein paar Jahren undenkbar war, weil ich mir dachte, Alter, welche Kunden machen das denn mit, dass man auf einmal vor der Tür steht, mit einer Kamera auch noch, und dann will, dass das Verkaufsgespräch, wo sie einwandbehandelt werden, danach veröffentlicht wird. Hätte ich mir überhaupt nicht ausdenken können, dass sowas überhaupt geht. Aber wir haben es einfach gemacht. Mittlerweile fangen viele Leute damit auch an, weil sie sehen, wie gut das ankommt und wie gut das letztendlich funktioniert. Ja, und genauso ist es halt mit den Zahlen. 100 Neukunden im Monat sind echt normal geworden. Wenn du jetzt vielleicht in der Firma bist, wo das nicht normal ist, dann solltest du definitiv an deinem Skillset dringend arbeiten. Das Zweite, was sich stark verändert hat, Door-to-Door ist mittlerweile viel mehr in den sozialen Medien aktiv. Vielleicht ist dir das aufgefallen, dass es viel mehr Reels gibt, viel mehr Posts, viel mehr Stories, weil wir auch Leute in unserem Führungskräftetraining dahingehend schulen. Und auch alteingesessene Firmen, die schon lange am Markt sind, begonnen haben, ihre Social-Media-Aktivität stark hochzufahren. Weil wenn du heutzutage als Firma nicht mehr auf Social-Media aktiv bist, dann kennen dich Leute halt einfach nicht. Ja, die meisten Bewerbungen, die reinkommen, sind nicht mehr, ach, ich sehe jetzt hier bei einer Jobanzeige eine Stellenanzeige und jetzt bewerbe ich mich, sondern ich sehe die, dann google ich, dann gucke ich mal bei Instagram, dann gucke ich mal bei YouTube, ob ich da was finde, dann informiere ich mich nochmal ein bisschen, dann frage ich mal ein bisschen rum und dann bewerbe ich mich. Und wenn die Leute halt auf dieser Journey nichts von dir finden, bist du halt einfach nicht existent. Und das hat sich stark verändert und das finde ich auch richtig geil, dass Door-to-Door immer mehr auf Social Media promotet wird. Ich habe damals 2019 habe ich angefangen, die ersten Stories zu machen. Ich habe früher, als ich gegoogelt habe, ich habe nichts zu Door-to-Door gefunden, gar nichts. Die meisten Firmen haben nicht mal zugegeben online, dass sie Door-to-Door machen. Die haben sich als Marketingagenturen betitelt und so weiter. Wir haben das direkt von Anfang an rausgehauen. Am Anfang meinten die Leute, boah, heftig, dass du das einfach so raus hast und so. Und für mich war das ziemlich normal, weil es doch nichts ist, was es irgendwie zu verstecken gibt, sondern was ganz Normales. Und wenn man das sympathisch und sauber macht, das für die Kunden auch eine richtig geile Geschichte am Ende des Tages einfach ist. Ja, das hat sich geändert. Google mal jetzt Door-to-Door-Vertrieb. Was du da alles findest, ist absolut unfassbar. Und das Dritte, was auch passiert ist, ist, dass die soziale Akzeptanz gestiegen ist. Die ist noch nicht jetzt so, dass wenn du die breite Masse auf der Straße fragst, hey, was halten sie denn von Haustürgeschäften, dass die alle Juhu rufen. Es ist immer noch so, dass viele sagen, weiß ich nicht, ist doch unseriös, man macht doch keine Haustürgeschäfte und so weiter und so fort. Aber anhand der Masse an Leuten, die in normalen Berufen sind, die sich bei uns melden und sagen, ich will als Quereinsteiger im Door-to-Door starten, ich war jahrelang skeptisch, ich habe es jahrelang für den größten Quatsch überhaupt gehalten, was Vertrieb anbelangt. Aber durch euch und diese konstante Präsenz habe ich mein Bild dadurch komplett verändert, auch durch Kunden, die ich von euch gesehen habe, merken wir zunehmend, wie sich das bei vielen Köpfen tatsächlich wandelt und wie viele Leute mehr auch positiv gestimmt sind, was ja ein Multiplikatoreffekt ist. Ne?
wenn wir ehrlich sind, im Door-to-Door gibt es viele schwarze Schafe. Es gab aber früher mehr, als es heute gibt. Es gibt immer weniger Betrüger, das ist auch der nächste Punkt. Und umso sauberer wir Wissen in den Markt reingeben und dadurch offensichtlich Hunderte und Tausende Erfolg haben auf eine saubere Art und Weise, desto mehr realisieren wieder, hey, das geht auf eine viel sauberere und bessere Weise, als ich es bisher tatsächlich gemacht habe. Und dieses Phänomen stellen wir fest und du kannst das für dich nutzen. Ja? Door-to-Door, dass so die Zeiten vorbei sind, ist genau das Gegenteil der Fall. Es fängt gerade wieder so richtig an. Es fängt so richtig an, dass das Geschäft aufblüht. Die ganzen Anbieter, die Konzerne im Strombereich, im Telekommunikationsbereich, im Glasfaserbereich und auch viele andere Bereiche sind darauf angewiesen, dass es Door-to-Door-Verkäufer gibt, weil du dadurch den schnellsten Weg zum Kunden hast und Leute an der Haustür wirklich erreichst über einen persönlichen Kontakt, die du online und auf anderen Wegen einfach nicht so richtig erreichst. Ja? Es gibt immer mehr Door-to-Door-Vertriebler jetzt, aber es gibt noch mehr als genug Platz für jeden, der im Door-to-Door wirklich starten möchte und einsteigen möchte. Jetzt mal kurz warten, bis die Dame hier eingeparkt hat. Ja, wir warten nochmal kurz auf sie. Fährt sie jetzt doch weiter? Ja, fährt doch weiter. Was ich damit nur sagen will, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, im Door-to-Door zu starten als jetzt, weil es jetzt schon viel normaler ist, viel Umsatz zu machen im Door-to-Door. Weil mittlerweile auch schon viel mehr Wissen im Umlauf ist und weil es zum Beispiel Leute wie uns gibt, die dir das alles beibringen können. Ja? Ich musste mir früher alles selber erarbeiten. Ich habe keinen Pitch richtig an die Hand bekommen. Doch, habe ich, aber der war nicht gut. Es gibt hier sogar ein Video, die Wahrheit, mein Start im Door-to-Door-Vertrieb, wo ich das mal richtig ausgerollt habe und auch alle Screenshots als Beweise gezeigt habe, wie meine Ausbildung damals gewesen ist. Das ist mittlerweile anders. Du hast mittlerweile Leute wie uns, wo du dich einfach anmelden kannst für ein Coaching, wenn du es richtig ernst meinst, wenn du wirklich richtig Geld verdienen willst im Door-to-Door und dadurch in der Lage bist, auch viel schneller erfolgreich zu werden in diesem Geschäft, als es noch vor 5 Jahren tatsächlich der Fall war. Das sind sehr positive Veränderungen, über die freue ich mich sehr. Ich denke mal, du freust dich auch darüber, sonst würdest du ja kaum einen Door-to-Door-Kanal gucken, wo es Tipps gibt zum Door-to-Door-Vertrieb. Wenn du Bock hast, das zu lernen, auf 100 bis 200 Neukunden Eigenumsatz im Monat zu kommen und das stabil und langfristig mit maximal 5% Widerrufsquote, dann trag dich jetzt einmal ein zum kostenlosen Erstgespräch auf shrs.de. Bis dahin, liebe Grüße.